Hey, willkommen zu einem neuen Part Dark Souls. Heute wollen wir Sif erledigen und... Oh fuck, mir fällt gerade auf, dass ich das Leuchtfeuer nicht entfacht habe. Naja, vielleicht reichen auch 5. Er kriegt ja guten Damage von mir. Ja, wenn ich so unter ihm bin, ne? Das ist so ideal. Ja, und dann versucht er wegzukommen. Oh, da habe ich Glück gehabt. Hau in die Pfote weg. Ja, jetzt bist du in der Sackgasse, Mann. Oh, okay. Ja, dann versucht er immer wegzukommen, ne? Oh, das war schlecht. Ja, die Kamera ist ein bisschen mein Feind, aber es geht. Warum hat er mich getroffen? Ein Treffer noch. Bam! Bund des Artorias und eine Seele von Sith. Ja, das Geheimnis ist anscheinend, man muss die ganze Zeit nah an ihn dran sein. Und dann kann er diesen Rundumangriff nicht so wirklich machen. Weil der hat mich letztes Mal, als ich gestorben bin, ziemlich geownt. Weil der durchbricht auf einen Schlag die Deckung. So, was habe ich denn jetzt da bekommen? Irgendwas von Artorias. Es wird wahrscheinlich ein Schlüssel-Item sein, ne? Artorias-Wappen. Ne, das ist das Ding, womit ich die Tür geöffnet habe. Es ist kein Schlüssel-Item. Was habe ich denn bekommen? Artorias. What the fuck? Wo ist das? War das ein Ring? Und ich habe das nicht mitbekommen? Bund des Artorias ermöglicht Abgrundschreiten. Das bedeutet? Genau wie Artorias ist sein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiten? Was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung. Leute, helft mir! Wozu ist das Ding gut? So, gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Ich denke mal eher nicht, das wird Boss-Area sein. Wir brauchen das Ding für irgendwas und... Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt, ich kann den mal eher spaßeshalber ausrüsten. Oh, da ist noch was. Ist das wichtig? Hornissenring. Da ich noch nicht weiß, was ich damit anfangen soll, gucke ich mir den. Verstärkt kritische Angriffe. Einer Spezialität, die 4 Ritten Grins geschenkt wird. Der Hornissenring gehört den Schwerkämpfer Charan. Der Ring verstärkt die kritischen Treffer des Trägers und lässt ihn und seine Feinde ebenso effizient beseitigen, wie einst die Dolche von Giran und die Feinde von Fierce Grin tötete. Okay. Okay, ja, dann gehen wir mal zurück. In eins der Gebiete, wo ich schon mal war, denke ich. Was haben wir denn zur Auswahl? Ich kann mir ja mal ein paar Gedanken machen, während ich zum Bonfire zurücklaufe. Warum laufe ich überhaupt zurück? Ich habe einen Heimkehrknochen. Ich habe 14 Stück davon. Sollte ich auch vielleicht benutzen.
Also. Es ist diese komische Lava-Welt, wo die ganzen... ehemaligen Bosse einmal Wache standen. Dann gibt es noch das Drachental und das Grabmal der Riesen. Auf das Grabmal der Riesen habe ich keinen Bock. Mir wurde zwar gesagt, dass es Sachen gibt, um das zu erleichtern, aber ich habe trotzdem keinen Bock. So, wie viel Level-Ups habe ich denn? 2. 1 in Vitalität, 1 in Stärke. Oder? Ja, das bewirkt gar nichts sonst. Wir können ja teleportieren. Ich meine, der Untote zum Schmied. Wir haben zwei Gluten. Glüte? Was ist die Mehrzahl davon? Glut. Mal gucken, was er damit herstellen kann. Ich denke mal, dass ich ihm das geben muss. Vielleicht kann ich das auch den Riesenschmied geben. Man weiß es nicht. Aber er ist ja gerade in der Nähe hier. Ja, genau. Für ihn ist das. Show me that ember of yours. Well, I've never heard of a black ember. How about leaving that ember with me? I find it strangely fascinating. Yes. Well, thank you. This ember really is something special. I'm already under its spell. I sense great potential indeed. Habe ich ihn jetzt schon beide gegeben? I'll be seeing you. Be careful. Oder muss ich ihn nochmal ansprechen, damit er die zweite kriegt? That's an odd ember you have there. You're thinking, but I'm no good with those. It won't be easy, but I'm afraid you'll have to look for someone else. Okay. Er kann damit nichts machen, okay. Ausrüstung umwandeln. Wie viel habe ich denn noch? 19.000. Kann ich irgendwie was verstärken? Was? Habe ich die Axt schon auf volle Power? Habe ich nicht. Ich habe auch keine Funkeltitanite. Wo ist mein fucking Schild? Zählt das als Waffe? Bräuchte für kleine Scherben. Den habe ich ja noch gar nicht aufgewertet. Warum mache ich das nicht? Kann man auf plus 6 machen nur? Hat sich ja gelohnt, oder? Ja, 104, 24 mehr. Ah, kann man echt... Ich dachte plus 5, plus 10 und plus 15 sind die Stufen. Jetzt kann man es hier weitermachen, okay. Ich hab mich schon gewundert. Ein paar große Scherben müssen wir finden, dann können wir das weiter treiben. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow.
Okay. Ich glaube, ich gehe ins Drachental. Kann ich mich ins Finsterwood-Becken teleportieren? Kammer der Prinzessin an Orlando, Feuerbandschrein, Tochter des Chaos, die Tiefen. Nein, kann ich nicht. Dann gucken wir mal, wie der Damage mittlerweile gegen die Drakes ist. Letztes Mal haben die mich schon noch stark eingeschüchtert. Aber mittlerweile fühle ich mich gut gewappnet, sagen wir mal. Weg müsste ich auch noch kennen, hoffe ich. Vielleicht müsste es hier rechts irgendwo abgehen. Aber vorher mache ich den Baum hier noch kreis. Nicht, dass der mir in den Rücken springt. So, und dann musste ich hier runter. Hier unten war mal... Nee, gar nicht wahr. Doch. Hier ist der Abgang. Und dann... ging es, wenn ich geradeaus weiter ging, zur Hydra. Und hier muss irgendwo ein anderer Weg noch sein. Ich bin gerade etwas verwirrt. Wo ist der Weg? Oh Gott, kriege ich das jetzt wieder nicht zusammen, weil das schon wieder so lange her ist? Oder muss ich noch weiter runter? Ah, da ist er, okay. War geradeaus? Nee. Hä? Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass hier mal ein Schwarzritter war. Ah, da geht's jetzt zur Hydra. Und hier muss ich weiter runter. Und dann komme ich zu dieser komischen Höhle. Ja, genau. Hier unten war der Schwarzritter und dann müsste kurz dahinter die Höhle sein. Das Gedächtnis kehrt lückenhaft langsam wieder. Ist hier die Höhle? Ja. Gut. So. Ach so, Aushöhlung umkehren muss ich erst machen. Und entfahren. Und ich will mal meinen Dingsring wieder haben, dass ich ein bisschen Dings. Wo war er? Dass ich, wenn ich Gegner kille, ein bisschen Energie zurückbekomme. Was ist das denn? Schutzring der Gunst. Verstärkt TP, Ausdauer, Last, bricht bei Entfernung. Ich mach den mal. Warum habe ich auf einmal nur noch 82 Belastung? Okay, dann bricht er halt.
Warum bin ich auf einmal so schwer? Weil ich Harvards Ring abgelegt habe. Oh, scheiße, das habe ich nicht gesehen. Ich habe den falschen entfernt. Scheiße. Ja, das nennt man Fail, ne? Ich hätte vielleicht dadurch schneller sein können. Der hat meine Last um 20 erhöht. Nochmal 20. Ne, hätte nicht gereicht. Okay. Dann ist es egal. Egal nicht, der Ring ist weg, aber trotzdem. Ja, solche Ringe sind, glaube ich, auch nicht so cool, die bei Entfernung wegbrechen. So, ich bin gespannt. Ja, okay, die halten einigermaßen was aus, aber ich halte wesentlich mehr aus als damals. Gut. Ich fühle mich bereit. Ich weiß noch, was für ein Krampf das war, letztes Mal einzukillen. Das hat ewig gedauert. Ja, spring genau rein, du Depp! Kann man die stunnen? So. Ab jetzt weiß ich nicht mehr, was passiert. Weil den Drake habe ich dann gemieden. Oh, oh, ich habe Angst, dass ich runterfalle. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warum habe ich das Gefühl, dass das Ding aufwacht, wenn ich da was wegnehme? Ich gehe erstmal weiter. Ist mir erstmal egal. Wir wissen, wo der Weg hier hinführt. Weil, ja, der Hauptgang scheint da zu sein, wo die Drakes auf mich warten. Ich gehe erstmal weiter. Guck mal, was hier ist. Und der dicke Drache da, also wenn ich da ein Item aufnehme, hundertprozentig wacht das Vieh auf. Was ist das denn hier? Das sieht verdächtig in der Schandstadt aus. Ja. Oh, der andere hat gemerkt, dass ich da bin. Schnauze! Halt die Fresse! Ja, das ist Schandstadt. Aber wo ist denn das? Diesen Ausgang habe ich nie gefunden. Neulondo-Ruinenschlüssel.
hätte hier oben irgendwie hinkommen können, schon früher. Auf Schandstadt habe ich so gerade gar keinen Bock. Deswegen gehen wir zurück. Oh, der hat was hinterlassen. Wahrscheinlich seine scheiß Jauche wieder, ne? Ja, war klar. Dann über die Brücke rüber. Was haben wir hier Feines? Große Seele, Soldat. Ah, dafür ist der Schlüssel da, okay. Wo führt mich das hin? Geht einfach nicht weiter, okay. Dann nehmen wir mal den Turm unter die Lupe. Neu-Londo. Ich bin schon sehr gespannt. Ruinen von Neu-Londo. Hi. Wer bist du? Bist du tot? Nee. 24? Die scheinen irgendwelche Probleme zu haben. Die kümmern sich auch gar nicht um mich. Aber bevor sie sich doch um mich kümmern, bringe ich sie um. Ist nicht die feine englische Art, aber... Bevor sie zu Problemen werden, dann hau ich sie lieber weg. Panzerbrecher. Da kommen jetzt erste Gegner. Das ist ein Ritter. Der erinnert mich etwas von Aussehen wie der Typ, den allerersten NPC, den man beim Feuerschrein sieht. Ist da jemand drin? Wanderfluch, was ist das? Körperteil eines Fluchopfers. Zeitweiliger Fluch ermöglicht Kampf gegen Geister. Gegen Geister, also verfluchte Wesen, kann man nur kämpfen, wenn man selbst auch verflucht ist. Und sich und die sicherste, wenn auch übelste Methode, verflucht zu werden, ist es, einen Toten ein Körperteil abzutrennen. Okay. Muss ich gegen Geister kämpfen, oder was? Das sieht schon ein bisschen spooky auf jeden Fall aus. Lol. Das ist ein Geist. Ja, und den kann ich keinen De- Dem mache ich keinen Schaden. Okay. Verschwinde mal. Verfolgt das Vieh mich? Nein. Das ist aber nicht so ein Fluch, dass meine Leben halbiert wird, oder? So, ich habe das Ding mal genommen. Ich sehe noch keine negativen Auswirkungen.
da kommt das Vieh. Ja, alles klar. Kann ich jetzt hier rein? Ah. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es tiefes Wasser ist. Hier ist alles wieder so dunkel, ne? Es wird dauern, bis ich mich hier zurechtfinde. Ah, da wird's tiefer. Okay, da muss ich aufpassen. So, hat er wieder so... Nochmal zwei Wanderflüche. Was ist, wenn ich sterbe? Wirkt dieser Fluch dann noch? Oder... muss ich mir dann Neues von diesen Dingern reinziehen? Naja, erstmal egal. Okay, die one-hitte ich halt, ne? Aber wenn es viele wären, dann könnte es problematisch. Oh lol, der hat irgendwas hinterlassen. Und da ist eine Tür. Gezackte Geisterklinge. Das klingt interessant. Und ich habe Panzerschwert, hieß es, glaube ich, irgendwo aufgenommen. Sollte man vielleicht mein Inventar irgendwann mal aufräumen. 155. Ah, das hat einen Blutungseffekt. Und wie hieß das andere jetzt noch? Panzerbrecher. DC. Na, nicht so gut, ne? Was war das gerade? Okay, ich hab's ich weiß nicht, was es war, aber ich hab's umgebracht. War wahrscheinlich ein Geist. Ach, da um die Ecke ist noch mal jemand. Oh Gott. Es werden mehr. Ich bin umzingelt. Warum bewegt sich der Hebel nicht? Noch zwei Wanderflüche? Manchmal. Warum bewegt sich der nicht? Vorrichtung bewegt sich nicht. Ach so. Man muss. Das kann, ist wahrscheinlich für einen Shortcut irgendwann gedacht. Ich muss wahrscheinlich irgendwas aktivieren. Aber ich würde mal sagen, wir machen den nächsten Part weiter. Bis dahin und ciao, Leute.